Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge von Schoki Banoki Daily, eurer täglichen Portion. Habe ich jetzt hier hingerotzt? Angeberwissen. Ein bisschen. Wie immer mit dabei der Eli, Sascha. Servus. Servus, Grüezi und hallo. Pujanski. Genau. Und wir haben heute ein Geburtstagskind. Und zwar ist am heutigen Tag, allerdings nicht am heutigen Tag, sondern heute vor vielen, vielen Monden, 1955, eigentlich ist geboren Hendrik Nicolaas Theodor Simmons. Oder Simons. Er ist ja bekannt unter dem Namen Heintje. Ach so, Heintje. Mama, du musst doch nicht um deine Jungen weinen. Genau. Mama. Heintje, wie geht das weiter? Dieser niederländische Sänger, unter anderem Mama, also die Kostprobe habt ihr gerade mitbekommen. Aber was für eine. Und auch Du sollst nicht weinen, komisch, ich dachte, das war einig gewesen, gesungen hat und unter anderem auch als Schauspieler tätig war, und zwar Die Lümmel von der ersten Bank. Das war damals noch richtiger Klamauk. Die Lümmel. Ende der 60er Jahre wurde er in Deutschland als Kinderstar berühmt und ist geboren in Bleierheide in den Niederlanden. Warst du schon mal in den Niederlanden? Ja, natürlich. Echt? Wie Was hast du da gemacht? Bleierheide. Bleierheide. Ja, okay, Bleierheide. Okay. Ja, was hast du schon in den Niederlanden gemacht? Alles, was man in Deutschland auch machen kann. Hast du auch Sachen gemacht, die man in Deutschland nicht machen kann? Nein. Nein. Okay. War ja nur eine Frage. Ja. Am 12. August im Jahre 2000 sank nach mehreren Explosionen das russische Atom-U-Boot die Kursk. Sang oder sank? Sank. Also nicht lalalala. Lalalala. Nein, das Atom-U-Boot hat das nicht Das erste Atom-U-Boot. Atom-U-Boot. Ja, ich erinnere die mich Kursk. An den Tag. Ja. 118 Männer, das ist gar nicht lustig. Ich erinnere 118 Männer kamen dabei ums Leben. Ja. Das war am 12. August im Jahre 2000. Also so U-Boot wäre, glaube ich, überhaupt nichts für mich. So nee. Klaustrophobie und dann auch noch in geschlossenen Räumen. Kleptomanie. Utopie. Geht gar nicht. Nee, nee. Also das, die Utopie in so einem U-Boot ist ja... Jawohl, Herr Karl-Neun. Karl-Neun. Ja. Weißt du, wofür Karl-Neun stand? Oder immer noch steht? Karl-Neun. Ja. Das ist aus Das Boot. Ja, jetzt weiß ich schon. Ja. Karl-Neun steht für Kapitänleutnant. Oh, was er nicht alles weiß. Ja. Ich lasse wieder die Muskeln spielen. So. Genau. 1962, an diesem 12. August, ist der Kosmonaut, weißt du, was ein Kosmonaut ist? Ja, das ist die russische Variante von einem Astronaut. Er weiß doch was. Pavel Popovich. Popovich, das ist die russische... Nein, stopp. Hey. Das ist die russische Variante von Jackass. Bitte. Pavel Popovich startet an Bord der Vostok 4 in den Weltraum, genau 24 Stunden nach Vostok 3 mit Andrian Nikolajew. Mhm. Und damit befinden sich erstmals zwei bemannte Raumfahrzeuge gleichzeitig in der Erdumlaufbahn. Ah, okay. Genau. Also die Russen waren es. Die Russen. Mhm. Die haben ja auch den ersten Mann überhaupt da hochgeschossen. Juri Gagarin. Oder warte mal, das ist der erste Mann, den sie hochgeschossen haben, der auch heil wieder runtergekommen ist. Ach so, wirklich? So, ja, das war Katastrophe. So. Das ist erst viele, viele Jahre später. War das mit der Leica, waren auch die Russen, oder? Leica waren auch die Russen. Ist ja kein typisch texanischer Name, Leica für einen Hund. Ne? Relativ selten in Texas. Genau. Ja. Das war der 12. August. Wir sehen uns morgen wieder am 13. August. Und am 13. August geht es so richtig ab, weil da ist der Puja nicht da. Ich wollte gerade fragen, darf ich wieder kommen? Du darfst wieder kommen, aber morgen machen wir eine Pause. Cool, habe ich Pause. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.